Und ein herzliches Willkommen zurück bei Pokémon Tekken DX bei Wünsch dir was auf der Nintendo Switch. Ich bin von Nöher Gameplays als Hobby. Und ja, genau. Wünsch dir was, dann kriegst du das so gesehen. Was war das für ein Werbeslogan? War das FFH, ne? Ich glaube, FFH war das. Radiosender, falls ihr das kennt, ich weiß nicht. Also, FFH meinte ich jetzt Radiosender, klar, dass ihr das kennt. ja, Tania Burner, das zweite Kampfvideo, also die nächsten drei Kämpfe mit Impoleon. Es geht los. Und ich habe auch eben gerade nebenbei erfahren, Impoleon ist auch das neue Lieblings-Pokémon von den Abonnenten Tobias Balzer. Also er kann sich gleichzeitig mit Tania Burner darauf freuen, dass ich mit Impoleon kämpfe. Dann schauen wir mal, wie weit wir kommen, ob wir wieder circa zwei Siege bekommen. Die Hauptsache ist, der Spielspaß bleibt drin. Da haben wir schon die neue Herausforderung. Der Adrian aus Spanien mit Darkrai. Kennen wir den? Nee, ne? Ich hatte einen Adrian bei Mario Tennis letztens. Deswegen kommt er mir vielleicht bekannt vor. Okay, Darkrai. Ich finde das Pokémon immer noch als Gegner relativ schwierig. Weil es so unberechenbar ist, das Darkrai. Je nachdem, wie gut der Spieler mit dem umgehen kann. Schauen wir mal. Okay. Jetzt ist er am Werk. Woo! 1-0. Kann er Impoleon also auch, außer seinen Namen. Und sehr schön, das sieht doch schon mal gut. Nein, er hat mich doch noch erwischt. So Mist. Ich hatte gehofft, ich hätte schon längst mein Schild aufbauen können. Ha! Schild bringt nichts, mein Freund. Ah, scheiße, er hüpft hoch. Nein! Scheiße! 1-1. Gerade wollte ich sagen, Blocken bringt nichts, du bist im Wasserstrudel trotzdem drin. Das ist scheiße. Aber in dem Moment ist er hochgehüpft. So ein Mist. Da hat er wirklich nochmal das Glück gehabt. Der hätte jetzt verloren gehabt. Hä? Was? Thank you.
Jetzt bin ich dran. Juhu! 2-1! Mit Impoleon scheine ich wohl besser klarzukommen als mit Turtok. Entschuldigung darauf. Okay, erster Kampf, erster Sieg. Sehr schön. Wieder plus 75 Punkte. Und Fähigkeitenstufenaufstieg auf 37. Es ist ein Standard-Pokémon, also es bringt irgendwie nichts, irgendetwas am höchsten zu machen. Ich glaube, ich mache einfach Stärke, Verteidigung und Resonanz einfach gleich hoch. Okay, nächster Kampf. Eine neue Herausforderung. Aus Spanien, der Samu mit Siege 2, Lucario, Gruppe E5. Das ist echt mies, wenn man erst anfängt mit dem Spiel und dann direkt eigentlich mit jemandem kämpfen soll, der schon keine Ahnung wie viele Kämpfe gemacht hat. Das finde ich mies. Da haben sie bei Mario Tennis dann irgendwie dann doch, ich sag jetzt mal, ein besseres Prinzip gemacht beim Online-Kämpfen. Da kriegt man nämlich nur nach den Punkten mäßig, je nachdem wie viele Punkte du hast, gleichgesinnte Gegner. So, mal wieder einer, der selten an Dings greifen denkt. Also weiß ich, dass ich blocken sollte, aber hey? Na gut, dann halt so. Bisschen ein Gefrierschrank. 1-0! Er blockt nicht und kontert nicht. Scheinbar. Greifen tut er auch nicht. Aber weißt du immer, dass ich hochhüpfen will. Okay, er macht wirklich nichts, außer angreifen. Scheiße. Da sage ich das wieder und dann prompt macht er das da. Ab in den Strudel mit dir. Bisschen Badezeit. Kannst du schwimmen? Er kann wohl nicht schwimmen. Juhu, 2-0. Yeah. Sieg im Impoleon. Ich habe mit dem immer eine recht gute Bewertung hier. So, tut mir leid, Zuma, wie hieß du nochmal? Aber... Das ist gut gekämpft. Aber wie gesagt, denkt mal ein bisschen mehr an Blocken, Kontern und Greifen. Nicht nur Angriff, das ist einfach verkehrt. Sobald es den Gegner auffällt, bist du geliefert in der Hinsicht. Okay. Last but not least. Was auch immer das heißen soll. Englisch ist nicht so gut, das ist einfach nur, keine Ahnung, ein Spruch für mich. Die Bedeutung ist mir schon klar, aber übersetzen kann ich es jetzt nicht. Ist das schlimm? Nee, ne? Ich wohne in Deutschland. Für mich gibt's Deutsch. So, wir haben mittlerweile 190 Siege. Noch 10 Stück. Wir sind bei den 200. Vielleicht bei den Leuten, die mir gerade zugucken. Vielleicht könnt ihr mir helfen, mir vielleicht mal sagen, welche Kämpfe die besten waren. Dann könnten wir die mal einfach raussuchen, zusammenschneiden als Best-of.
Wenn ich die 200 Sieger. Schon wieder Spanien und Lucario, aber diesmal an Chuson oder an Kuson. Gruppe D5. Immerhin Gruppe D, genau wie ich. Das ist dann schon wieder in Ordnung, finde ich. Nachtara, komm her. Wird das unser Hattrick in Sachen Sieg? Jetzt erst hat's reagiert. Na super. Viel zu spät. Na ja, gut, 1-0 erstmal nur. Aber er scheint auch hauptsächlich nur anzugreifen. Voll die falsche Richtung. Hä? Kann der meinen Block irgendwie unterbrechen? In welche Richtung mache ich das denn? Na gut, machen wir Feierabend. Na gut, Feierabend ist nicht, das ist 1-1. Genau wie bei Gengar, blocken bringt nichts, man muss in die Luft hüpfen, um den Limitschlag von Impoleon zu entgehen. Bei vielen anderen Limitschlägen reicht ja blocken. Aber hier muss man hüpfen. Der Angriff von Impoleon ist aber auch ziemlich langsam. Okay, die dritte Runde ging jetzt aber sehr schnell. So, mit Impoleon habe ich alle drei Kämpfe gewonnen. Das ist... Und die Bewertung, Wahnsinn. 5 Sterne. Wer weiß, vielleicht wird Impoleon mein zweiter Knackpack. Abwarten. Okay. Sehr schön, ein Kampfvideo kriegen wir ja noch mit Impoleon, aber auch erst wieder übermorgen. Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr bis zum Schluss geguckt habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst auch bitte einen Daumen nach oben da, beziehungsweise ein Abo, falls ihr neu bei mir seid. Und ja, das war Pokémon Tekken DX bei Wünsch dir was mit von Nöhr, Gameplays als Hobby. Und ja, morgen geht's wieder weiter mit Wünsch dir was mit Turtok. Der letzte Kampf, das letzte Kampfvideo mit Turtok. Von Xaros war das der Wunsch, glaube ich. Genau. Okay, Tadia Burner, ich wette, du bist sehr zufrieden.
da kann man nur zufrieden sein. Ich meine, 3 Siege in Folge, das ist gar nicht mal so schlecht. Von 6 Kämpfen bis jetzt mit Impoleon sogar 5 Siege davon und nur eine Niederlage. Was will man mehr? Das ist echt interessant, die Entwicklung. Vielleicht werde ich sogar öfter mal mit Impoleon spielen, ich weiß es nicht. Je nachdem, auf was ich Lust und Laune habe. Okay, auf jeden Fall. Wie gesagt, das war Pokémon Tekken DX. Wünsche dir was mit von Löher Gameplay als Hobby. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss!